Hallo zusammen und willkommen zur Videoversion unserer Kodi-Serie. Heute geht es darum, eine bestehende Bibliothek um einen Titel zu erweitern und das Ganze auch nur mit einem kleinen Trick, um beispielsweise schönere Screenshots hinzukriegen mit neuen Filmen, die ihr unter Umständen auch gar nicht habt. Nehmen wir also beispielsweise mal hier den Ordner Test, der in der Vimeo-Bibliothek mit drin ist, und erstellen irgendeine beliebige Datei. Sagen wir mal Ghost in the Shell.mkv. So. Jetzt habt ihr also in der Bibliotheksdatenbank, also in den überwachten Ordnern, eine Datei namens Ghost in the Shell. Den Film gibt es nicht, aber wenn es ihn geben würde, wäre es natürlich das gleiche Prozedere. In Kodi könnt ihr dann jetzt einfach irgendwo die Filmbibliothek aufrufen und über Update Library gehen. Diesen Punkt solltet ihr euch sowieso merken, denn jedes Mal, wenn ihr was hinzufügt, müsst ihr das überhaupt erst einmal aktualisieren, am besten manuell, damit der Film auftaucht. Ihr könnt die Datenbank auch jedes Mal einlesen lassen, wenn Kodi startet, aber da Kodi meistens doch auch recht schwache Hardware läuft, solltet ihr euch das gut überlegen. Jetzt seht ihr oben schon, dass kräftig gescannt wird. In diesem Fall hat er eine ganze Menge zu tun, weil doch einige Dateien drin sind. Und nach mehr oder weniger kurzer Zeit wird dann hier der nicht existente Film Ghost in the Shell erscheinen. Genauso wie hier Kong Skull Island oder John Wick 2 oder Logan oder. Für Screenshot ist es so einfach doch ein bisschen schöner, als wenn ich euch immer irgendwelchen alten Müll vorsetzen würde. Insofern viel Spaß beim Faken von Filmen.